Hi, mein Name ist Katrin und wir haben heute wieder eine Sneak Peek von Damit Atlab hier. Und zwar dürfen wir uns ein Kit von denen, die morgen erscheinen, von den New Releases morgen anschauen. Das ist dieses hier. Ja, das dürfen wir uns anschauen. Das erscheint morgen am 11. März bei Diamond Art Club. Amerikanisches Unternehmen. Ihr müsst euch aber wegen Zöllen und Abgaben keine Gedanken machen. Die sind schon mit abgewickelt und ab einem gewissen Einkaufswert, ich glaube im Moment von 72 auf 75 Euro, seid ihr auch versandkostenfrei. So. Das kommt in dieser kleinen Box hier. Es ist blau und hat dieses eckige Zeichen, sprich, es ist ein eckiges Kit von Diamond Adler. Bei runden Kits ist es pink und ein rundes Symbol. Ne? Diamond Adler, do what makes you sparkle. Und es ist, ja, oh, Springtime Wonder, passend zum Frühlingsanfang von letzter Woche. Ja, der Frühling hat letzte Woche angefangen, genau. Und zwar von Nanaki, sprich von Puffy Gator. Und ihr wisst, ich liebe Puffy Gator. Und darum bin ich auch sehr froh. Danke, Diamond Art Lab, dass ich dieses Bild vorstellen kann. Diamond Art Lab stellt mir dieses Kit für euch zur Verfügung, damit wir uns es eben vorher anschauen können. Eckig, 42,8 mal 55,8. Das ist eine schöne Größe und ist auch ein sehr niedlicher Karton. Und wir schauen jetzt mal direkt rein, was da so drin ist. Ich kann es kaum erwarten und es passt halt wahnsinnig gut jetzt zum Frühlingsanfang, wie der Name ja auch schon sagt. Oh, das haben sie aber ganz schön da reingequetscht in den Karton. Was kommt damit? Einmal haben wir hier unser Leinwand und die Steinchen, also der Hauptteil des Kits. Dann haben wir hier einen kleinen Sticker, den ich wie immer hier oben außen auf die Box drauf mache, weil ich das eben lagere im Regal. Und das können wir auch gleich mal zusammen machen, damit ich das nicht vergesse. So sehe ich dann von vorne immer, welches Kit in welchem Karton ist. Hier haben wir ein Toolkit. Da haben wir unsere Diamond Painting Werkzeuge drin. Auch da schauen wir mal direkt rein. Und zwar haben wir einmal natürlich unseren Stift mit so einem, ja, einer Polsterung, so einem Squishy, Griffy, wie man es auch nennen mag. Das schiebt man hier oben drauf und dann kann man den Stift ein bisschen bequemer und auch länger schmerzfrei halten, sozusagen. Besser als auf der Plastik hier. Dann haben wir einen Vierfach- und einen Siebenfachsetzer zum Mehrfachsetzen. Die macht man da hinten drauf. Was macht, braucht man noch? Natürlich braucht man Wachs. Damit befüllen wir unseren Stift und hier haben wir zwei Plättchen in so einem süßen kleinen Döschen drin. Dann haben wir Zipptütchen in einer Zipptüte für Reste oder zum Abkitten. Wir haben einen Coverminder. Coverminder ist im Grunde genommen nur ein Magnet. Eins kommt unter die Leinwand, dann zieht man die Folie zur Seite und macht diesen Magneten oben drauf. Sieht süß aus und hält die Folie von eurem Arbeitsbereich fern. Das ist ein kleiner Hase mit einer Möhre, passend zu Ostern. Und hier haben wir ein bisschen Washi-Tape. Mit Washi-Tape klebe ich die Ränder ab, damit ich da mit meinem Pulli keine Flusen dran hängen bleiben beim Painten. Und damit teile ich mir auch mein Bild immer in kleine Sektionen ein, in denen ich dann arbeite. Na, hier sehen wir, das ist süßes, oh, das ist schönes Washi-Tape. Kann man aber auch zum Basteln nehmen und Washi-Tape. Kann man nie zu viel haben. Immer in Tipps und Tricks seht ihr ganz genau, was ich damit mache. Dann haben wir hier eine Pinzette, die ist ziemlich spitz und auch nur in eckigen Kits vorhanden. Verhütet die wieder drauf, damit ihr euch nicht wehtut. Und hier haben wir unser Schiffchen. Das hier vorne ist kein Müll, sondern ein Stopper. Den machen wir da vorne rein, damit wir beim Schicken die Steinchen da nicht rauskullern. So sieht's aus. Also, das ist unser Toolkit mit allem, was wir zum Diamond Painten benötigen. Natürlich kann man immer noch ein bisschen mehr haben. Ne? Ein ordentliches Upkitting-System, also wo man die Steinchen reinmacht, kann niemals schaden. Und auch so, ja, wenn man so ein größeres Schiff hier noch zusätzlich hat, auch das ist immer ein Gamechanger. Aber wenn man es verschenken will oder anfangen will, reicht es hier, ne? Um loszulegen. So, und hier ist es. Das, worauf es uns ankommt, nämlich das Diamond Painting Kit an sich. Die Leinwand ist wie immer sehr weich, ein bisschen wie so ein schönes Mikrofaserbettwäsche, sag ich immer. Und die Leinwand wurde ja auch nochmal überarbeitet, die ist noch geiler als vorher.
Dann haben wir hier unseren Leitspruch, Do what makes you sparkle von Diamond Art Club. Ne? Hier sind so Wellen und abgesteppt, aber ausgefranst hat bei mir eine Diamond Art Club Leinwand noch nie. Ne? Die ist sehr, sehr stabil, aber auch sehr nachgiebig. Und wow, ist er toll. Wir haben hier einmal unsere Legende auf der linken als auch auf der rechten Seite. Und hier unten alle Informationen zum Kit. Einmal, wie es heißt, nämlich Springtime Wonder, also Frühlingswunder, 42,8 mal 55,8 cm groß. Und Copyright von Nanaki alias Puffy Gator für Diamond Art Club. Sprich, die Künstlerin wird dafür bezahlt, dass Diamond Art Club ihre Kunst hier verwenden darf. Alles lizenziert und das ist mir sehr wichtig und darum supporte ich auch nur Unternehmen, die auch ihre Künstler bezahlen für ihre Arbeit und keinen Kunstdiebstahl begehen, was ist viel, viel zu normal mittlerweile in der Bastel- und Kunstwelt, sei es in Diamond Painting oder anderen Dingen, Cross-Stitch und so weiter. Da unterstütze ich das, wenn die Künstler wirklich für ihre Arbeit auch bezahlt werden. Hier haben wir unsere Social-Media-Kanäle. Da seht ihr auch immer, was Samstag so erscheint, also was morgen zum Beispiel alles noch mit erscheint. Hier haben wir einen 10% Code, Gutschein auf der Anleitung, die dabei ist, ist auch nochmal einer. Ne? Da könnt ihr 10% sparen. Wenn ihr das allererste Mal bestellt, könnt ihr gerne meinen Code nutzen. Das ist Chaos15, sparst du 15%. Und ich kriege vielleicht eine kleine Kommission dafür. Win-win-Situation und alle sparen, egal was du tust. Du kannst auch woanders natürlich den Code nutzen. Hauptsache, ihr zahlt nicht den vollen Preis. Das ist einfach nicht nötig bei Diamond Art Lab, weil es immer irgendwo einen Rabattcode gibt. Hier ist eure lebenslange Garantie auf Leinwand und Steinchen. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wendet euch einfach an den Supportdienst von Diamond Art Club. Und nach eurer ersten Bestellung könnt ihr dem VIP-Club beitreten. Facebook VIP-Gruppe. Das würde ich auf jeden Fall tun. Da wird auch immer abgestimmt, was so als nächstes erscheinen soll. Letztens haben wir gerade für Weihnachten und für den Herbst abgestimmt. Ja. Ich bin gespannt, was davon dann tatsächlich was wird. Das macht immer Spaß und da erfährt man dann auch noch ein bisschen was an Hintergründen und so weiter und so fort. Ist natürlich in englischer Sprache die Gruppe. Hier haben wir außerdem noch diesen schönen Sticker. Ja, das ist ein Aufkleber und da haben wir auch nochmal die Artwork. Schaut es euch an. Der Fuchs. Oh, cool. Ich finde es toll. Und hier haben wir unsere Legende. Wir haben insgesamt 52 Farben. Das hier sind übrigens Aufkleber. Die sind schon vorausgeschnitten, müsst ihr nur noch abziehen und aufkleben. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4 ABs. Aurora Borealis Steinchen, alles unter 150, ne, weil die DMC-Nummern fangen erst bei 150 an. Nutzt damit Adler für ihre ABs. Und das sind hier diese vier. Und da schauen wir uns gleich bei den Steinchen auch mal an, welche das sind. Und wenn ich weiß, was ein AB ist, dem erkläre ich das dann auch noch. So, und hier haben wir unsere Symbole. Da ist eigentlich nichts super Aufregendes dabei. Und hier sind die Steinchen. Und obwohl es ein Frühlingsbild ist, haben wir sehr herbstliche Farben. Braun, Orange, bisschen Lila. Okay. Gelb. Oh, sehen wir auch schon den gelben AB. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Ganz genau, hier steht auch nochmal drauf, zu welchem Kids es gehört. Und jetzt gehen wir hier mal so ein ganz kleines Stückchen raus, damit ihr mal das Bild tatsächlich sehen könnt. Richtig. Es ist echt coole Größe. Schön für zwischendurch, würde ich jetzt mal sagen. Oder für Anfänger. Oder wenn du jemand bist, der nicht so schnell paintet und nicht so viel, ne, oder sich nicht so Riesenprojekte jedes Mal aufhalsen will, so wie ich. Und ihr seht, ich habe nichts gemacht. In der Zeit, in der ich gequatscht habe, hat es sich flach gelegt. Das ist diese Tapulin-Leinwand. Wenn das noch nicht hilft, kann man einmal wie jetzt so ein bisschen so machen und schon ist das hier ganz großartig. Also da braucht ihr keine Bücher drauflegen oder sonstiges. Das reicht völlig. Hier haben wir die Symbole. Kristallklar, wie immer. Ja, nie Probleme gehabt, ne? Da irgendwas zu erkennen. Die glitzert auch, das seht ihr. Das ist die Qualität der Leinwand und des Klebers. Ihr seht auch hier nochmal den Kleber mit sehr wenig Rändern hier links und also an der Seite. Das
Mag ich immer auch sehr. Es ist natürlich gegossener Kleber, den wir hier haben. Und oh, cool. Der Hintergrund ist tatsächlich plain eine Farbe. Das ist alles eine Farbe. Also da haben wir auf jeden Fall Color Blocking. Hier im Fuchs sind eher mehrere Farbwechsel. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Konfetti. Hier haben wir ein bisschen Color Blocking. Hier auch. Color Blocking heißt es, wenn man viel mit einer Farbe arbeitet, also auch die Farbe im Schiffchen nicht so wechseln muss, sondern straight einfach nur eine Farbe abarbeiten kann. Und Konfetti nennen wir es, wenn sehr, sehr viele Farben in einem kleinen Feld, wie zum Beispiel hier, vorkommen und wir oft die Farbe wechseln müssen. Wir schauen uns jetzt zusammen mal die Steinchen an. Da sind sie. Wie gesagt, sehr herbstliche Farben. Wir schauen es uns mal an, die 154. Und das ist tatsächlich die Hintergrundfarbe. Die haben wir zweimal, dreimal. Ne? Drei Stück. Das ist das, was hier hinten im Hintergrund drin ist. Das ist also kein Schwarz, sondern dieses sehr dunkle Lila. Boah, mega. Ne? Hier überall. Im Hintergrund. Das wird toll. Cool. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es schwarz ist, aber ist es nicht. Das wird dadurch alles ein bisschen weicher. Richtig gut. Also das ist unsere Hintergrundfarbe. Dann haben wir die 898 zweimal, die 918, die 938, 3057, 3855. Dann haben wir hier einmal den gelben AB, Aurora Borealis Steinchen, unser erstes. Also AB, Abkürzung für Aurora Borealis, also die Nordlichter, und dementsprechend wird auch das Licht hier reflektiert. Die haben eine ganz spezielle Beschichtung hier oben drauf, die das Licht wie die Nordlichter reflektiert. Ich sage immer so ein bisschen wie Meerjungfrauenschuppen, und damit kann man super Akzente setzen, und daher kommen die auch in jedem Diamond Art Club Kit vor und auch bei vielen anderen Firmen. Und wir schauen mal, wo wir das hier einsetzen können. Oder wo es eingesetzt wird. Wir schauen uns gleich mal an, wo das eingesetzt wird. 3854, 839, 721, 744, 840. Und dann die 141, unser zweiter EB. Und zwar der weiße. Die 920, die 832, die 347 und die 400. Dann die 300, 3011, die 434, die 921, 3772, 841, 3861, 833 und die 126, unser nächster AB, ein lilaner. Da bin ich gespannt, wo der in diesem Kit hinkommt. 209, 828, 452, 743, 301, 632, 3835, 165, 800, die 915, die 3860 und die 640. Und dann haben wir hier noch ein paar wenige Farben oder Steinchen pro Farbe. Die 827, die 3782, die 3727 und ganz klein bisschen 310, oh wie goldig. Die 3363, die 976, 453, 3756, 955, das ist eine coole Farbe. Gefällt mir. 3832, 945, 718, 131. Unser letzter AB, der Orange, ne, oder Orange-Gelb, Dunkelgelbe. Sehr cool. Und die 3833 sowie die 803. Dö-dö-dö-düm. Jawohl. Oh, ist so toll. Ich liebe ihn. Ich will, ach oh Gott.
Also er hat sehr herbstliche Vibes, auch die Farben sind sehr herbstlich. Ne? Obwohl es Springtime Wonder, also Frühlingswunder heißt, sind das sehr, sehr herbstliche Farben in diesem Kit. Und wir schauen jetzt mal, wo die EBs hinkommen. Die 1, das war dieses lilane, der lilane EB. Und den haben wir tatsächlich, ein bisschen näher rein hier, den haben wir hier. Hier an der Seite. Da. Also wir haben ja hier so ein bisschen lila, das ist, glaube ich, sein Bauch. Schauen wir hier mal. Ihr sein, ja genau hier. Ja, das ist so lila Töne, die Schatten. Und da haben wir hier eben den AB, als auch im Schweif. Nennt man das Schweif beim Fuchs oder Schwanz? Oder Rute? Da, in der Rute. Schwanz, Schweif, Fuchsschwanz, Fuchsschwanz, Fuchsschwanz. Im Fuchsschwanz hier haben wir auch den lilanen AB mit drin. Ja klar, das ist hier diese Schattierung. Ich habe vorhin die ganze Zeit gedacht, lila, warum denn lila? Ich bin gespannt. Ist ja ein sehr helles Lila. Dann haben wir die 2. Die 2 war der gelbe AB, der hellgelbe AB. Und der ist auch hier im Fuchsschwanz und zwar im hinteren Teil. Da sind wir die ganzen Zweier. Als auch hier im Brusthaar sozusagen. Da alles der gelbe AB. Wow. Ein bisschen hier vorne auf der Schnauze. Hier. Und hier unten in der Blume. Da haben wir auch nochmal diesen hellgelben AB und in der Blume auch ein bisschen. Dann haben wir die 3, das war der orange oder dunkel, orange, nicht so dunkelgelb. Und dunkleres Gelb. Und der ist hier oben. Hier zwischen den Augen. Bisschen hier. Und das war's, glaube ich, auch schon. Das war's. Wer später noch welche findet, darf sie gerne nachreichen. Dann haben wir den weißen Abby und der ist hier im Kit. Wir haben kein Weiß und momentan neigt Diamond Adler irgendwie dazu, die Weißen komplett durch Abbys zu ersetzen. Also hier ist der weiße Abby, hier die Umrandung am Ohr, hier ein bisschen, hier in der Schnauze, hier und hier und hier, als auch hier vorne im Brusthaar, hier oder Fell. Fell ist ja ein Fuchs. Hier. An der Blume, hier an den Blumen, als auch hier oben an der Blume so ein bisschen, hier und hier unten auch an der Rose. Da ist der weiße AB. Und das waren so unsere 4 ABs. Leute, ich bin wirklich wow. Ich finde ihn großartig. Ich finde ihn großartig. Ich liebe Puffy Gator und das ist jetzt mal nicht hell und Pastellfarben und so, sondern wir haben hier wirklich sehr herbstliche Farben. Es ist ein sehr fröhliches Bild, wie ich finde. Und es ist tatsächlich geeignet für Leute, die jetzt nicht so große Projekte angehen möchten. Ne? Oder wenn es so dann erstes Kit ist oder auch zum Verschenken. Und wir haben hier alles drin. Wir haben das Color Blocking und wir haben hier ein bisschen Konfetti, aber nicht so schlimm. Es ist eine Größe, die machbar ist, ja, wo man eben auch ein Erfolgserlebnis hat, relativ schnell. Die Farben sind toll. Wie gesagt, für mich tut es ein bisschen mehr Herbst als Frühling ausstrahlen, aber das ist ja auch egal. Wir haben sehr erdige Farben, wir haben sehr waldige Farben sozusagen und er macht mir Spaß, ich finde ihn toll, er macht mich glücklich und ich liebe die Artwork von Puffy Gator. Daher absolutes Must-Have für mich. Wie sieht es mit dir aus? Schreib mir mal in die Kommentare, ob du ihn auch toll findest. Ja? Ob Puffy Gator was für dich ist oder welches Kit, das morgen erscheint, für dich interessant ist. Ist was dabei? Bleibst du verschont diese Woche? Oder landet einiges im Warenkorb oder auf der Wunschliste? Wenn, schreib mir doch mal gerne was. Und wenn du Puffy Gator-Fan bist, kannst du mir auch gerne mal reinschreiben, welches Bild von Puffy Gator du dir noch wünschst. Ne? Auf welches du da noch wartest. Ich habe da ja so ein paar im Hinterkopf. Ich hoffe, dass sie noch rauskommen. So, und dann würde ich sagen,
Vielen Dank fürs Einschalten, Anschauen und fürs Abonnieren. Wenn du das noch nicht getan hast, kannst du es hier unten gerne nachholen und auch gerne das Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Freue ich mich, freuen wir uns alle. Und der Algorithmus freut sich natürlich auch. Und dann hoffe ich, dass wir uns hier in meinem nächsten Video alsbald wiedersehen. Und bis dahin, passt du bitte gut auf dich auf, bleibst immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dahin, see ya!